Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Icarus Tutorial mit dem Thema Rennen und exotische Materien farmen für Fortgeschrittene. Dazu nehme ich hier meinen Level 50 Charakter. Da sehen wir uns jetzt erstmal hier den Skillbaum an, den Talentbaum, also die Talente. Wichtig bei diesem Tutorial ist es, also bei diesem Farming, dass man kann es in gut 15 Minuten schaffen, ist, dass man eine gute Ausdauer, Regeneration hat, eine hohe Ausdauer hat und auch Gesundheit ist wichtig. Also hier die Grundgesundheit erhöhen, die Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen, die Grundausdauer erhöhen. Das ist relativ wichtig. Das ist so mein Skillbaum, den ich gemacht habe. Auch hier unten nochmal 5% Bewegungsgeschwindigkeit in der Wüste und weniger Wasserverbrauch in der Wüste. Eigentlich relativ wichtig, weil genau diese Mission in der Wüste nämlich stattfindet. Dann habe ich hier bei Habitation auch nochmal hier die erhöhte Ausdauerregeneration mit drin. Und ich habe im Kampf hier nochmal eine Bewegungsgeschwindigkeit mit ausgerüsteten Armbrust. Dann Schaden nochmal ein bisschen erhöht, die Zielgeschwindigkeit, den Ausdauerverbrauch gesenkt mit dem Bogen und ja, das ist nochmal hergestellt, ne? Bögen haben 15% Max Gesundheit. Das sind so die Talentpunkte, die ich habe, Ausdauerregeneration, Ausdauer, Grundausdauer, die HP, ganz, ganz wichtig. Und jetzt zeige ich euch dann hier die Mission. Hier in Olympus, da gehen wir ganz weit nach hinten, deshalb auch für Fortgeschrittene, weil es tatsächlich hier der ist. Ja, angekommen in diesem Wanderdünen-Analyse könnt ihr ruhig auf Hard stellen. Da kriegt ihr nämlich dann 300 Rennen und 150 exotische Materie für einen einzigen Lauf. Ich benutze diesen Anzug, weil der 3 Anzugslots hat. Da kann ich nämlich diese Maßdämpfer reinpacken. Da habe ich 3 Stück von mit 5% Bewegungsgeschwindigkeit nochmal zusätzlich drin. Packe hier den Rucksack rein. Der bringt nochmal Bewegungsgeschwindigkeit mit. Dann nehme ich hier meine Ausrüstung, die ja sowieso dann die Hitze und Kälte ausstrahlt. Ein Messer zur Sicherheit mitnehmen. Und dann nehme ich meinen Kompositbogen. Ich könnte aber auch den Bogen nehmen, den Jing. Mit dem wird es auch gehen. Aber mit dem ist es natürlich nochmal, ja, ein bisschen ultimativer. Da geht es ein bisschen schneller, weil er ein bisschen mehr Schaden natürlich macht. Entsprechend packt ihr natürlich Pfeile rein. Ja, dann packen wir uns hier diese Aruda-Pfeile noch ein. Ich nehme da immer 50 Stück mit, das reicht im Normalfall. Und ganz wichtig ist dieser Gegengift-Impfstoff, der dich für 10.800 Sekunden, kann das Viech, der Sandwurm, dich nicht vergiften. Finde ich wichtig. Dann habt ihr noch einen Slot frei. Wenn ihr denn da so eine Sauerstoffflasche habt, die gerade voll ist, könnt ihr sie natürlich mitnehmen. Müsst aber nicht, das geht eigentlich auch so, bisschen knapp, aber es geht. Und dementsprechend würde ich mit euch jetzt einfach mal in die Mission reingehen. Ja, während wir im Landeanflug sind, kann ich euch schon sagen, der erste Punkt wird ungefähr hier sein. Der zweite Punkt hier, der dritte hier unten und hier in der Mitte ist denn der Sandwurmboss. Wir müssen 3 Signale setzen, um den Sandwurmboss herauszuholen und dann fangen wir an, ihn zu töten. So, jetzt hole ich mir natürlich erstmal meine Rüstung raus. So, you're smart to do them a favor. They're pouring cash into figuring out Icarus's geology and tectonic processes. So, da seht ihr den ersten Punkt. Was ich noch ganz wichtig finde. Ja, genau. Was ich noch ganz wichtig finde, ist, geht in die Einstellungen rein und macht hier ruhig auf Schatten niedrig. Das Ganze findet in der Nacht statt und das hilft euch ungemein. Es ist dann etwas heller, wenn ihr das den Punkt runtersetzt, dann habt ihr etwas einen kleineren Vorteil, dann, ne, als wenn es dann stockduster ist. Also ruhig den Schatten runtersetzen und hier auch gleich schon direkt den Impfstoff futtern. Und jetzt werde ich erstmal die Signale setzen.
So, wir platzieren das erste Signal und sehen das nächste auch gleich hier so am Rand ran und einfach weiter flitzen. Flitzen, was das Zeug hält. So, zweite Signal wird gesetzt. Und es geht direkt weiter zum dritten Signal da unten. Hin und wieder drauf aufpassen. Kann auch mal da hinten ist zum Beispiel ein Puma oder ein Skorpion. Kann auch mal auftauchen, aber man ist relativ zügig, dass man da gut wegflitzen kann. So, jetzt nähern wir uns der dritten auch hinstellen. Und zack, kommt auch der Punkt mit dem Boss. Und den nappen wir uns jetzt. Den holen wir jetzt raus. Man kann aktuell die Zeit oben sehen. Ich bin jetzt knapp 9 Minuten bin ich unterwegs. Hab noch die Hälfte an Oxid vorhanden. Und jetzt kommt der Boss raus. So, gleich den ersten Schuss, wenn er schreit. Und dann immer schön, wenn er sein Maul aufmacht, immer schön reinmachen. Ja. Mit dem Vergiften kann er mich nicht mehr, dementsprechend macht er weniger Schaden. Und immer schön ins Maul hinein. Ein bisschen ausweichen, ein bisschen auf Distanz bleiben. Wenn ihr zu nah hingeht, dann fängt er an, physikalische Angriffe zu machen. Und die können schon ein bisschen wehtun. Ich brauche hier, ja, circa zwischen, ich sag mal so circa 45 Pfeile, bis ich den jetzt besiegt habe. Und danach kann man dann die Materie gut einpacken. So, jetzt machen wir noch ein bisschen hier mit dem Boss rum. Immer ein klein bisschen eure Umgebung beobachten, weil doch auch hin und wieder mal ein Puma oder ein Skorpion vorbeikommen könnte. Ist aber ein bisschen seltenerer der Fall. So, jetzt könnte auch schon fast der finale Schuss treffen. Wie gesagt, einfach so ein bisschen auf Distanz bleiben. Man sieht, meine Lebensenergie ist noch gut. Mein Oxid reicht noch. Okay, und da kommt er. Diesen großen Schleimwellen, den weiche ich ein bisschen aus. So, ich habe noch 8 Pfeile übrig. Und da ist er auch schon abgeschlossen. Dementsprechend direkt vom Kapsel anvisieren und wieder Abmarsch. Aber 300, 150, man sieht oben, es sind jetzt knapp 15 Minuten vergangen. Jetzt noch nach Hause latschen und Oxid wird definitiv noch ausreichen. So, wie man jetzt sehen kann, es sind jetzt knapp 16 Minuten vergangen. Ich bin da, mein Sauerstoff sagt jetzt ist Ende im Gelände. Ich packe ein, ich gehe zurück zur Station. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit dem Farmen von Rennen und der exotischen Materie. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.